Zukunft von Flick bei Bayern ungewiss. Bayer Leverkusen kauft Celtic-Talent und Thomas Tuchel ist offiziell, meine lieben Freunde. Lass ich dem sage es. Mein Name ist Nico. Los geht's! Okay, wir fangen an mit einer Meldung, die doch ein bisschen überraschend kommt. Aber laut der Sportbild ist die Zukunft von Hansi Flick beim FC Bayern München über den Sommer hinaus ungewiss. Ja. Grund dafür, oder diverse Gründe dafür. Grund Nummer 1, Karl-Heinz Rummenigge beendet natürlich seine Laufbahn am Ende dieser Saison oder gibt seine Posten auf und Hansi Flick fühlt sich wohl, als würde sein größter Fürsprecher damit von Bord gehen. Und ganz generell soll es zwischen Flick und Salihamidžić Spannungen geben bezüglich der Kaderplanung für diese Saison. Hansi Flick und sein Trainerteam sind der Meinung, der Kader ist schlechter als letztes Jahr. Und was Salihamidžić sagt, deine Schuld. Du musst ja die Neuzugänge hier auf Bayern-Niveau bringen. Außerdem soll Hansi Flick mit einem Auge auf den Nationalmannschaftsjob schielen. Ich versuch's gerade. Kann jemand mit einem Auge schielen? Demnach soll Hansi Flick der erste Kandidat sein, falls Jogi Löw im Sommer nicht überzeugen sollte. Und dann könnte Hansi Flick also die erste Option sein. Spannende Meldung. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich vermute mal, wenn die Bayern eine halbwegs erfolgreiche Saison spielen, dann wird das schwierig für Hansi Flick. Für den FC Bayern sich von Hansi Flick zu trennen. Auf der anderen Seite, DFB-Pokal ist raus. Meisterschaft, ja, wird schon klappen. Champions League, darauf wird es ankommen. Bayer Leverkusen arbeitet laut Medienberichten an zwei Transfers. Jeremy Frimpong von Celtic und Demarai Gray von Leicester City. Und wenn man den Berichten so glauben darf, dann ist der Frimpong-Transfer von Celtic zu Leverkusen schon so gut wie in der Tasche. Der niederländische U21-Nationalspieler soll für 10 bis 11 Millionen von Celtic kommen und direkt unter das Bayer-Kreuz wechseln. Bei Gray stellt sich die Situation noch ein bisschen anders dar. Der gute Mann hat bei Leicester nur noch Vertrag bis Sommer. Man will sich also jetzt auf eine Ablöse über einen sofortigen Transfer einigen. Die Rede ist von 2-3 Millionen Euro. Der FC Chelsea hat wie erwartet einen Nachfolger für Frank Lampard präsentiert und er hört auf den Namen Thomas Tuchel. Ich möchte dem FC Chelsea für ihr Vertrauen in mich und meine Mitarbeiter danken. Wir alle haben den größten Respekt vor der Arbeit von Lampard. Gleichzeitig kann ich es kaum erwarten, mein neues Team kennenzulernen und in der aufregendsten Liga des Fußballs zu spielen. Ich bin dankbar, Teil der Chelsea-Familie zu sein. Kleiner Disclaimer für Thomas Tuchel. Ich glaube nicht, dass du dort spielen wirst. Ist ein ziemlich starker Kader. Joshua Zirkzee steht vor einem Transfer weg vom FC Bayern München. Haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber es wird mal wieder konkreter. Es gibt zwei Kandidaten. Über einen haben wir schon geredet, das ist Everton. Und der andere ist Parma aus der Serie A. Beide sollen ein Angebot vorgelegt haben. Eine Leihe inklusive Kaufpflicht von über 10 Millionen Euro. Der Niederländer soll an beiden Transfers interessiert sein und die Entscheidung liegt jetzt wohl bei ihm. Manchester United plant scheinbar keine Wintertransfers mehr, zumindest mal, wenn man Trainer Ole Gunnar Solskjaer glauben kann. Ich wäre überrascht, wenn wir noch Neuzugänge holen. Die Mannschaft ist stark, sie ist voll mit Qualität. Amad Diallo, der Flügelspieler von Atalanta Bergamo, kam ja bereits zu Manchester United. Und warum ist diese News wichtig? Ja, weil gestern ein paar Gerüchte aufploppen, dass vielleicht ein Jadon Sancho-Transfer noch in diesem Sommer, Winter heiß werden könnte. Im Sommer ist er wohl so oder so heiß. Jesse Lingard könnte in den nächsten Tagen bei West Ham United anheuern. Der inzwischen 28-Jährige ist bei United komplett außen vor. Also so richtig, richtig aussortiert und hat die Freigabe für eine Leihe bekommen. Interessenten gab es aus In- und Ausland, doch er will wohl in der Premier League bleiben. Rani Khedira wird den FC Augsburg im Sommer verlassen. Das wurde gestern bekannt gegeben. Der Vertrag des 27-Jährigen wird nicht verlängert und das, obwohl er seit seiner Ankunft in Augsburg über 110 Pflichtspiele absolviert hat. In der Zukunft plant man also ohne den kleineren Khedira. Borussia Dortmund muss sich jetzt schon damit beschäftigen, wie man Lukas Piszczek im Sommer ersetzen will. Piszczek ist natürlich inzwischen im fortgeschrittenen Alter vor allem wertvoll, weil er in der Defensive so variabel einsetzbar ist. Und genau danach sucht man beim BVB wohl wieder und ist wohl wieder in Polen fündig geworden. Besser gesagt bei Rako. Kamil Piotrkowski, der 20-jährige Verteidiger, kann sowohl innen als auch außen spielen und soll zu Dortmund wechseln. Die Ablöse ist wohl irgendwo bei 5-6 Millionen Euro zu finden. Doch das große Problem ist, es gibt auch noch andere Interessenten, allem voran der AC Mailand. Ja, der AC Mailand, der gestern das Derby verloren hat in einem denkwürdigen Duell zwischen Lukaku und Zlatan. Das war's für heute. Nach der Q&A. Wiedersehen.